Wir haben ja die Erinnerungen Ein Europäer aus Lodz mit unterstützt. Und da ist Ihnen ja sozusagen die Völkerverständigung mit in die Wiege gegeben. Wie hat denn das Leben in Lodz, das Aufwachsen in diesem Völkerschmelztiegel mitten in Polen, Ihr weiteres Leben mitgeprägt? Das, was heute so herumgereicht wird als ein komischer Ausdruck des tatsächlichen Zustandes Multikulti, in die Atmosphäre bin ich hineingeboren, mit allen diesen Schwierigkeiten und Reizen der Vielsprachlichkeit und viel Landschaften, viel Städte, viele Menschencharaktere aufgenommen, das war mein Leben. Ich bin da hineingewachsen, ich musste das nicht studieren. Ihr Vater hat Sie aber, obwohl Sie aus einer deutschen Familie sind, dann auf eine polnische Schule geschickt. War ja ungewöhnlich. Es gab ja auch ein deutsches Gymnasium. Das ist komisch. Meine Frau war in der polnischen Volksschule und dann auf ein deutsches Gymnasium. Mein Vater hat gesagt, Deutsch sprechen wir zu Hause. Wozu sollst du in einer Schule noch, die dich Deutsch unterrichtet? Du musst in Polen leben. Wenn du dich hier beruflich dann etablieren willst, musst du ein exzellentes Polnisch können. Du gehst auf ein polnisches humanistisches Gymnasium. Jetzt sind Sie in den Krieg sozusagen dann hineingewachsen mit allem, was dazugehört. Also zunächst wurden Sie ja eingezogen, sind dann bis nach Stalingrad gekommen. Dann haben Sie Ihre Eltern verloren in der Nachkriegszeit. Sie selber konnten nicht wieder nach Lodz zurück. All das und die russische Kriegsgefangenschaft nach Stalingrad hätte ja dazu führen können, dass Sie ein Nationalist werden, dass Sie nationalistisch gegenüber anderen Nationen sind, wie Polen oder Russen, die Ihnen ja auch sozusagen Leid zugefügt haben auf Ihrem Lebensweg. Und trotzdem sind Sie einer derjenigen geworden, die am meisten für das Zusammenwachsen von Deutschland und Polen nach diesem schrecklichen Krieg beigetragen haben. Wie kam das? Ja, ganz einfach, das Leben in Lodz war sehr gesellschaftsbetont. Das heißt, man lebte zusammen und nicht auseinander. Das ist anders wie in Deutschland wahrscheinlich. Die Familie, das gibt keinen solchen. Man besuchte sich fast täglich. Es gab ja keine großen Theater, keine Dings. Das alles fand in den Familien statt. Das heißt, der Pole war mit der Deutschen verheiratet, die Deutsche hatte einen Freund, einen Russen und das war alles ein Mischmasch. Das, wovon heute die Politik träumt, hatte Lodz längst schon hinter sich und erledigt. Da ich zu den Menschen überhaupt ein natürliches Verhältnis hatte, kein nationalistisches, Nation war für mich kein Begriff. Staat auch keiner. Mensch war ein Begriff und Kultur war auch ein Begriff. Deshalb, als wir uns kennenlernten am Anfang der Stiftung, am Anfang des Polen-Instituts, wir haben beide das Glück gehabt, am Anfang unserer Arbeit uns kennenzulernen. Wir haben alle von ABC angefangen. Sie haben dann aber neben der Allianz Brotarbeit immer wieder übersetzt und damit eben die Polen hier in Deutschland wieder mit ihrer schönen Literatur und Kultur bekannt gemacht. Das Gute war, der Castell hatte Sympathie für mich. Der dachte, Mensch, der Junge ist begabt und der hat so ein Schicksal, dem helfe ich. Der hat mir die leichteste Arbeit gegeben, die es da gab. Organisation, Personal, Bildung. Und da habe ich Presse, Werbung und was noch. Naja, ich hatte drei Referate, die spielend zu machen waren. Ich war schon mittags fertig mit meiner Berufsarbeit. Das heißt, Sie hatten Zeit zum Übersetzen. Ich hatte Zeit zum Übersetzen. Wer hatte denn die Idee zu dem Polen-Institut? Waren Sie das, oder? Die hatte ich. Aber das war eine zunächst mal Idee, eine Idee, von der ich glaubte, das ist nicht zu verwirklichen. Und da suchte der Staat jemand, der
Unbeflecktes politisch und der gute Kontaktsituation. Da fand man niemanden in Deutschland, aber einen Abiturienten ohne Studium. Mein Studium, das ist alles Selbststudium. Und dem Krieg zum Opfer gefallen. Ja. Keiner hat so eine Bibliothek wie ich. Keiner hat diese gesammelten polnisch-deutschen historischen, philosophischen und poetischen Bücher, die ich gesammelt. Und das war mein Kapital. Sie haben in der Gründungsphase des Deutschen Polen-Instituts schon bald mit der Robert-Bosch-Stiftung zu tun bekommen. Es war die erste Institution. Das Allerwichtigste für mich war, sie wollten nicht bloß Geld geben. Das Geld war immer so zweiter Punkt, für mich auch. Sonst hätte ich was anderes im Leben gemacht, wenn ich Geld verdienen wollte, wäre ich beim Allianz-Konzern geblieben, wäre heute im Vorstand und hätte dreimal so viel verdient oder viermal. Ich wollte für die deutsch-polnische Kultur, aus der ich kam, in der ich groß geworden bin und von der ich viel wusste und verstand, wollte ich etwas abgeben. Für uns als Stiftung war das größte Einzelprojekt mit Ihnen die polnische Bibliothek mit 50 Bänden. Ja. Aber ich habe gehört, am Anfang haben Sie sogar noch sich eine größere Bibliothek vorgestellt. Ich bin für das Dezimalsystem. Decius heißt das der Zehnte, Decius, der von den Zehner Systematik. Die polnische Bibliothek, dachte ich, wir haben überhaupt keine polnischen Klassiker in deutscher Sprache, die wirken. Niemand da. Ich habe immer mehr schwierige, das was Horaz sagte, suche die schwierigen Themen und behandle sie auf deine eigene Art. Dann bist du wer. Ja. Und deshalb, wenn man meine Bücher nicht so gern lesen, weil das also abstruse Ideen vielleicht sind. Aber die abstrusen Ideen in der Praxis führen immerhin zu großen Resultaten. Und darauf bin ich stolz. Das ist ein Gemeinschaftswerk, was wir geleistet haben. Da nenne ich die Bosch-Stiftung an erster Stelle, an zweiter Stelle mich. Ja. Wenn Sie heute die deutsch-polnischen Beziehungen betrachten, wie würden Sie die kurz charakterisieren? Was ist der heutige Stand der deutsch-polnischen Beziehungen? Der Stand ist der, dass das Fundament stimmt. Das Fundament stimmt, die Freundschaft ist wiederhergestellt, das Vertrauen der Polen zu den Deutschen funktioniert. Da haben wir uns mit unseren Ideen, mit Bosch und den Decius-Ideen durchgesetzt. Aber jetzt fangen an, natürlich andere Kräfte zu entscheiden. Es ändern sich die Umstände, es ändern sich die Aufgaben. Die Aufgaben müssen von Fall zu Fall wachsen, geändert werden. Deshalb sind Sie gewachsen, haben Sie einen größeren Apparat. Der braucht mehr Aufgaben und das ist richtig so. Und diese Aufgaben erledigen Sie, die Bosch-Stiftung, nach meiner Meinung, weil ich inzwischen in meinem Leben mit so vielen Organisationen zu tun gehabt habe, zusammengearbeitet habe, kann am besten beurteilen, non plus ultra.